Wie kannst du mit kleinen Veränderungen in deinem Verhalten dir vielleicht ein Vermögen aufbauen? Das ist das, was wir heute im Mindset Monday Kryptowestfale Video besprechen wollen. Und die Antwort auf diese Frage ist der sogenannte Latte-Faktor. Ich hoffe, das Ganze wird interessant für dich. Wenn du solche Videos nicht mehr verpassen möchtest, würde ich mich sehr freuen, wenn du den Kanal abonnierst und mich unterstützt, indem du einen Like und einen Kommentar dalässt. Und bevor wir in den Latte-Faktor und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, reinspringen, einmal kurz der Disclaimer: Stopp das Video, liest dir das hier durch. Es ist keine Finanzberatung, sondern einfach meine Meinung. Okay, also, was ist der Latte-Faktor? Der Latte-Faktor hat im Prinzip zwei Bedeutungen. Einmal kommt er von Latte Macchiato, weil es letztendlich darum geht, einen Latte Macchiato pro Tag einzusparen. Und von dem umgangssprachlichen, das ist Latte, das heißt, es ist dir egal. Die Idee ist im Prinzip, dass jeder von uns und wirklich jeder im Alltag zu viel Geld für Kleinigkeiten ausgibt, die wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Und das Beispiel dafür ist der Latte Macchiato, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder nach dem Mittagessen oder das Bierchen am Abend in der Kneipe oder die Tüte Gummibärchen oder was auch immer. Eine Kleinigkeit, die du dir vielleicht relativ oft gönnst, vielleicht sogar jeden Tag, und die du einsparen könntest, ohne dass es deine Lebensqualität wirklich nachhaltig negativ beeinflussen würde. Hier sind mal so zwei Beispiele in diesem Artikel genannt, den ich hier mir anschaue. Generell, wenn du Latte-Faktor eingibst, findest du diverse Artikel, die das Ganze beschreiben. Also hier ist zum Beispiel das eine Beispiel, da geht es um einen Kaffee auf dem Arbeitsweg für 2,50 Euro. Der Artikel ist offensichtlich ein bisschen älter, weil ich glaube, bei der heutigen Inflation kriegt man schon für 2,50 Euro keinen Kaffee mehr. Aber das Konzept ist natürlich immer das gleiche. Das heißt, wenn man sich jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit einen Kaffee für 2,50 Euro holt, dann bedeutet das in der Woche 12,50 Euro, bei 23 Arbeitstagen im Monat 7,50 Euro, im Jahr hochgerechnet 690 Euro, also im Prinzip 700 Euro. Das ist jetzt einerseits viel, klar, 700 Euro ist eine Summe. Andererseits ist es natürlich auch nichts, wo man jetzt sagen würde, naja, 700 Euro, das macht mich jetzt zu einem reichen Menschen. Und wir kommen gleich dazu, wie das eben doch so ist. Naja, und hier ist nochmal ein anderes Beispiel, das gleiche mit Zigaretten. Also wenn du Raucher bist, wenn du am Tag 5 Zigaretten rauchst, rauchst du pro Woche 35 Zigaretten. Die raucht man üblicherweise nicht nur am Arbeitstag. Im Monat bei 31 Tagen sind das dann 155 Stück. Das heißt, aufs Jahr sind das dann 1825 Zigaretten. Hier wird ausgegangen davon, dass eine Schachtel 7 Euro kostet. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das stimmt. Ich rauche nicht. Das sind 91 Schachteln im Jahr. Das wären also über 600 Euro im Jahr und über 50 Euro im Monat. Okay, also mal angenommen, das sind Sachen, die man gut einsparen könnte. Den Kaffee zur Arbeit könnte man sich sparen. Den könntest du dir entweder zu Hause machen. Da ist er dann natürlich auch nicht umsonst, aber doch deutlich preiswerter. Oder vielleicht auf der Arbeit trinken, wo er vielleicht sogar umsonst ist. Sich die Zigaretten zu sparen, ist wahrscheinlich generell eine gute Idee, einfach auf deine Gesundheit bezogen. Aber auch die anderen Sachen, die ich genannt hatte. Vielleicht die Tüte Gummibärchen oder das Bierchen am Abend in der Kneipe. Üblicherweise werden es dann zwei. Wenn man vielleicht eins davon weglässt, kann man eine Menge davon sparen. Und mal angenommen, du schaffst es. Du schaffst so diesen, sagen wir mal, 5 Euro pro Tag Betrag zu sparen. Dann kannst du damit ein richtiges Vermögen aufbauen. Und die Jungs von Finanzfluss haben einen sehr, sehr coolen Rechner aufgebaut, den Zinseszinsrechner, den verlinke ich dir hier auch in der Infobox. Den kannst du gerne mal benutzen, weil damit siehst du nämlich, wie du mit diesen kleinen Ersparnissen von der Magie des Zinseszins profitieren kannst. Zinseszins, das 8. Weltwunder, Wahnsinn, was der Zinseszins ermöglicht. Schauen wir es uns mal an. Also du hast vielleicht eine monatliche Sparrate in unserem Beispiel jetzt hier gar nicht mal von 100 Euro, sondern gehen wir mal davon aus, du hast deine, sagen wir mal 5 Euro pro Tag und du machst das jeden Tag über einen Monat, sind 30 Tage, wären es 150 Euro. Das ist natürlich jetzt schon relativ viel, aber rechnen wir es einfach mit 150 Euro. Rechnen wir es ohne Anfangskapital. Und sagen wir mal, Spardauer ist jetzt 10 Jahre. Zinssatz ist ein wichtiger Punkt, weil du kannst natürlich in verschiedenen
Formen dein Geld anlegen. Aktien, Kryptos, ETFs und so weiter. Gehen wir mal so von einer eher konservativen Anlageform aus ETFs. Die sind so bei 7-8% in den letzten Jahren. Wenn wir vielleicht ein bisschen optimistisch und rechnen mit 8. Ausschüttung Zinsen ist monatlich und dann berechnen wir den ganzen Spaß mal. Was bekommen wir raus? Wir legen jetzt in diesem Beispiel hier 150 Euro jeden Monat an, ohne irgendwelches Anfangskapital. Wir fangen mit 0 Euro an. Dann kommen wir raus bei einem Endkapital von 27.000 nach 10 Jahren. Davon sind deine Einzahlung 18.000 und deine erhaltenen Zinsen 9.400. 9.400 Zinsen ist nice, aber 18.000 Einzahlung ist natürlich auch schon relativ lang, relativ viel. Das heißt, wenn du das auf einen relativ kurzen Zeitraum betrachtest, von 10 Jahren, ist das Ganze schön, aber noch nicht der totale Killer. Spannend wird es jetzt, wenn du jung bist. Also sagen wir, du bist jetzt gerade 18, ich hoffe, ich habe auch ein paar jüngere Zuschauer auf meinem Kanal. Das heißt, du hast noch ein volles Arbeitsleben vor dir und du sparst nicht 10 Jahre, sondern du sparst 40 Jahre. Weil du musst halt noch lange arbeiten gehen und möchtest dir deine Rente sichern. Dann machen wir mal die Berechnung und dann werden die Zahlen schon ein bisschen crazy, weil dann ist deine gesamte Einzahlung 72.000, das ist viel, aber deine Zinsen sind 451.000 Euro. Das heißt, du hast dann zum Renteneintritt mal ein angespartes Kapital von über 500.000 Euro dafür, dass du auf deinen täglichen Kaffee oder auf Zigaretten, Gummibärchen oder was auch immer verzichtet hast. Das ist schon eine ziemlich heftige Nummer. Und ich glaube, der Zinssatz, der hier angenommen wird mit 8%, ist, jetzt nicht crazy. Ne? Also wenn wir mal von Anlagen im Kryptobereich ausgehen, dann ist eine APR von 30% ja nichts, was irgendwie wild wäre. Es gibt wahnsinnig viele Projekte, die APRs von 100% geben. Also gehen wir von 30% aus, dann werden jetzt die Zahlen natürlich verrückt, aber das stellen wir gleich nochmal an. Das heißt, dann kämst du auf, dann kämst du auf 800 Millionen. Gut, gehen wir davon aus, dass das ein bisschen crazy ist. Das wird über 40 Jahre nicht stabil sein. Ja, was machen wir es nur über 5 Jahre? Dann wird es wahrscheinlich schon ein bisschen relaxter. Dann ist dein Endkapital nämlich 20.000. Aber auch das, du hast 9.000 eingezahlt, kriegst 11.000 Zinsen über einen relativ kurzen Zeitraum von 5 Jahren. So, und jetzt gehen wir davon aus, wir machen das noch 5 Jahre weiter. Wir nehmen diese 11.000, nehmen wir mal als Einlage. Das heißt, wir machen das Ganze für 10 Jahre. Dann wird es auch wieder sehr, sehr spannend. Dann kommen wir nämlich auf über 100.000. Über 90.000 Zinsen. Also das Verrückte hier ist wirklich dieser Zinseszinseffekt. Wenn du das ein paar Monate oder auch nur wenige Jahre machst, ist es nicht so furchtbar interessant. Schaffst du das aber über Jahre durchzuhalten, mit einer monatlichen Sparrate von 150 Euro zum Beispiel hier, die nicht völlig verrückt ist eigentlich. Ne? Also muss man sich mal vorstellen, gerade bei der Inflation, die wir jetzt haben, sind 150 Euro wahrscheinlich in ein paar Jahren eine wirklich, wirklich geringe Summe, dann ist da echt Musik drin. Und ich glaube, was ich hier vor allen Dingen sagen möchte, ist, durch eine kleine Veränderung deines Verhaltens, wo du vielleicht eine Sache einsparst, die du sowieso nicht unbedingt brauchst, die vielleicht tatsächlich sogar schädlich ist, Zigarettenbeispiel, kannst du dir ein Vermögen aufbauen. Da sind richtig heftige Zahlen drin. Spiel mal mit diesem Zinseszinsrechner, wie gesagt, ich verlinke dir den, und dann kannst du dir überlegen, was du damit machst. Natürlich ist dann jetzt die Frage, okay, du sparst das jetzt, wie machst du das? Also, wenn du das irgendwie in ein Sparschwein wirfst und dann einmal im Monat zur Bank gehst, ist das wahrscheinlich keine so richtig effektive Version. Auch mit Kryptos kannst du natürlich kaufen, täglich oder monatlich, über das, was du eingespart hast. Was ich für diese Dinge benutze, ist Trade Republic, und zwar haben die eine Sparpläne. Das können wir uns hier mal anschauen. Ich verlinke dir Trade Republic, weil du mit diesem Einladungslink, den du da hast in der Infobox jetzt hier, bekommst du auch einen Bonus. Das hängt ein bisschen davon ab, wann du dieses Video siehst, weil die ständig ihre Boni ändern. Manchmal sind es bis zu 100 Euro, manchmal bis zu 200, Teilaktien, whatever. Auf jeden Fall gibt es einen Bonus. Und die haben ziemlich coole Sparpläne. In dem Sinne, dass du sehr schön aussuchen kannst. Du kannst in Aktien Sparpläne machen, du kannst ETF-Sparpläne machen. Und du kannst auch Kryptosparpläne machen. Also du hast da wirklich
ein breites Spektrum. Ganz spannend, auch hier absolut 0 Euro Ordergebühr. Das heißt, du verlierst da jetzt nicht noch zusätzlich was. Das Ganze ist auch flexibel. Das heißt, wenn du mal sagst, okay, oh, diesen Monat brauche ich einfach ein bisschen mehr Geld, dann kannst du das aussetzen und so. Also da gibt es sehr, sehr gute Möglichkeiten und vor allen Dingen ist das Ganze sehr breit. Also es ist hier 2400 ETF-Sparpläne, jede Menge Aktiensparpläne und auch eben einiges in Kryptos. Die ganze App als solches ist super easy und intuitiv zu bedienen. Ich benutze sie selber sehr gerne, bin damit sehr zufrieden, benutze das eben hauptsächlich tatsächlich für Sparpläne, aber ich mache auch meine Aktien darüber. Alles klar, das wollte ich euch heute zeigen. Die Magie ist der Zinseszins und das Kapital, um von dieser Magie zu profitieren, kommt von deinen täglichen Verhaltensänderungen oder von der Änderung deines täglichen Verhaltens. Da ist jede Menge Potenzial drin, auch eben mit einem kleinen Geldbeutel. Ich hoffe, das ist für den einen oder anderen von euch hilfreich gewesen. Wie gesagt, ich würde mich sehr über Feedback freuen und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.